Genuss zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dredge. Wir haben beim letzten Mal vieles an gesammelten Objekten für die Modifikationsmodule eingetauscht, also schon mal vorgesorgt, kann man sagen. Haben der ersten mysteriösen blauen Gestalt die zweite Fischart gebracht, die Tigermakrele. Haben eine riesen, also wirklich eine gigantische Krabbe in Form eines wirklich sehr geilen Versteckspiels entdeckt, in Form eines gestrandeten Schiffswracks. Und wollen nun einen Blick weiter um oder in und um das Sternenbecken herum uns mal ansehen. Und hier haben wir einen weiteren oder weitere Schiffstrümmer. Die Wellen schlagen gegen das sich am Ufer sammelnde Strandgut. Mitten darin eine hölzerne Truhe. Sieh hinein. Großes Stück Papier. Ein großes Stück Papier, auf das jemand verschiedene Formen gezeichnet hat. In einer Ecke ein Kompass-Symbol. Wir nehmen es mit. Das ist wirklich riesig. Wieder ein Säckchen mit Golddublonen und ein paar Saphir-Ohrringe. Bald haben wir alles an Kartenteilen zusammen. Jetzt haben wir mittlerweile schon das dritte gefunden. Wieder mal die Fische hatten wir schon. Wir können uns nun aber das hier mal ansehen, und zwar handelt es sich dabei um das Fort, welches beschrieben worden war aus den Aufzeichnungen des Labors oder einer Station, die wir schon einmal am Anfang des Sternenbeckens aufgefunden hatten, welches aber verlassen wirkte und auch gewesen ist. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Hammerhai zu fangen. Auch ein ordentlich dickes Ding. 2,20 Meter. Eine große Haiart mit unverwechselbarer Silhouette. Diese Jäger haben unglaublich scharfe Augen. Ich bin mal auch sehr gespannt, was das Ding, sage ich mal, einbringen wird. Und das hier nenne ich wirklich mal eine Festung. So ungefähr, da ragt sogar noch ein Geschütz aus dem Turm. So etwas haben wir bei Assassin's Creed damals in Schutt und Asche gelegt, um die Karten weiter aufzudecken. Für den ein oder andere Person, die sich daran erinnern möge. Alte Festung. Gehen wir erstmal ins Lager, denn ich würde erst einmal die Karte weiter aneignen. Und da haben wir was. Das müssten wir jetzt wie in Assassin's Creed Manier erst einmal, uns genauer ansehen. Aber das machen wir nachher. Jetzt erstmal noch nicht. Dafür ist noch Zeit. Weil diese Erkundung hier hat erstmal Vorrang, wie ich finde. Eine Forscherin ist hier. Hallo. Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Wer bist du? Ich bin niemand. Nein. Wir sind natürlich ein Fischer. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ein Fischer so weit draußen? Das ist seltsam. Nun, es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich habe seit Monaten keine Menschenseele gesehen. Tatsächlich könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen, falls du Zeit hast. Wobei brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe bei der Beschaffung von Proben für meine Studien. Ursprünglich war ich auf den Forschungsaußenposten im Inneren des Beckens tätig, aber der wurde angegriffen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Tiefe auf und zerstörte den Außenposten. Nun ruht sie im Zentrum des Beckens. Ich bin hierher geflohen und habe, so gut es eben ging, improvisiert.
Aber ich musste den größten Teil meiner Ausrüstung zurücklassen. Meine Forschungen liegen deswegen auf Eis. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken experimentieren müssen, um sie alle beschaffen zu können. Leuchtender Oktopus hatten wir schon. Aurora-Qualle noch nicht. Leuchtkalmar hatten wir auch schon. Zwei von drei hatten wir tatsächlich schon. Noch etwas? Erzählst du mir etwas über dich? Na gut. Da gibt es aber nicht viel zu erzählen. Ich habe Biologie an der Universität von Erzhafen studiert. Es war eine harte Zeit. In dem Jahr gab es dort keine einzige Studentin. Was auch für das Jahr davor galt. Und für das Jahr vor diesem Jahr. In einer solchen Situation ist es schwer, sich nicht wie eine Außenseiterin zu fühlen. Verstehst du das? Wahrscheinlich nicht. Nach meinem Abschluss bekam ich einen Job bei der Arktisch-Biologischen Forschungsgesellschaft. Und dann wurde ich hierher versetzt. Ganz allein. Ich dachte, ich würde die Ruhe und den Frieden schätzen. Aber ich vermisse Gesellschaft. Ich hatte immer Freunde oder wenigstens ein Haustier. Da draußen gibt es nur Maschinen. Ja! Hier kann der Hund sein volles Potenzial entfalten. Sehr schön. Ja, wir geben ihr den Hund dann nachher noch. Was für eine Kreatur war das, die dich angegriffen hat? Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich den Forschungsaußenposten angreifen wollte und gar nicht mich. Ich nehme an, es fühlte sich von meiner Forschungsausrüstung gestört. Dutzende von Maschinen, alle von einem lärmenden Generator angetrieben. Es war riesig. Größer als jedes andere Meereslebewesen, das ich je studiert habe. Es griff mit seinen Tentakeln an. Es handelte sich also wohl um eine Art Kalmar oder Oktopus. Oder eine Seeanemone. Ich hatte eines meiner Forschungsboote auf der Rückseite der Station vertäut. So konnte ich flüchten, während die Kreatur an der Vorderseite wütete. Ich musste dort wertvolle Daten und auch Ausrüstung zurücklassen. Aber ich gehe nicht wieder dahin. Ich kann mich dem nicht noch einmal stellen. Verständlich. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, seit du hier angekommen bist? Jetzt, wo du es erwähnst? Ich war so beschäftigt mit dem Angriff und damit, mich hier neu einzurichten, dass ich das beinahe vergessen hätte. Ich habe diese Briefe gefunden. Sie sind von meiner Schwester. Sie hat sie mir während meines Studiums geschickt, bevor sie... Die Forscherin schweigt einen Moment lang und starrt ins Leere. Jedenfalls habe ich sie immer wieder zwischen meinen Papieren gefunden. Ich kann mich gar nicht erinnern, sie eingepackt zu haben. Dann tauchten sie immer häufiger an den seltsamsten Stellen auf. In meinen Netzen. In meinen Probenröhrchen. Ich hatte diese Briefe noch nie zuvor gesehen. Aber es war ihre Handschrift. Ihr Name auf dem Umschlag. Sie erzählten von Dingen, die sich erst nach ihrem Tod zugetragen haben. Oh, Entschuldigung. Der kam gerade out of nowhere. Ich kann es mir nicht erklären. Noch etwas? Nö. Ich breche jetzt auf. Aber wir haben ja hier Zugriff auf unser Lager. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Dieser Hund hat kein Zuhause. Willst du ihn vielleicht? Ja. Ein Hund? Lass mich mal sehen. Der Hund springt auf die Forscherin zu. Sie geht in die Hocke, um ihn zu streicheln. Der Hund schlägt ihr das Kinn ab. Ich würde ihn dir gerne abnehmen. Ich würde mich sehr über die Gesellschaft freuen. Bist du sicher? Ja, du sollst den Hund nehmen. Ja. Ich danke dir. Wir werden uns gut verstehen. Er kann mein Assistent werden. Ja. Also erst einmal, sage ich mal, muss er an Vertrauen gewinnen. Plötzlich richtet der Hund sich auf und beginnt zu würgen. Oh. Sekunden später erbricht er sich auf den Boden. Etwas glitzert in der schleimigen Masse. Oh, das ist ja interessant. Das gehört wohl dir, wenn du es willst. Ein Ring.
Ein Saphirring. Den hatte er höchstwahrscheinlich schon irgendwo an dem Ferienresort verschlungen. Ich kann den Rest sauber machen, keine Sorge. Ja, cool. Dann haben wir das doch auch schon mal. ,20 Meter, ey. Not bad. Genau, der Oktopus ist nur in der Nacht. Genauso wie der... genauso wie der Leuchtkalmar. Sammel alle Proben. Ich muss der Forscherin helfen, alle Proben zu beschaffen, die sie braucht. Sammelproben, ein Leuchtender. Okay, ja, das waren die drei. Ja, wunderbar. Es wird ja sowieso bald Nacht, also von daher können wir das in Kürze angehen. Was für Briefe hatte sie denn von ihrer Schwester? 6. und 7. März. Der erste Brief, kann man jetzt also sagen, der so gesehen allererste. Wir sind jetzt verlobt. Er ist mit mir in die Mitte des Sternenbeckens gesegelt, um von dort aus die Lichter zu betrachten. Wir haben stundenlang geredet, was wir schon so lange nicht mehr gemacht haben. Und wir warteten und hofften. Nach Mitternacht, wir waren schon ganz aufgekratzt und fast hysterisch vor Müdigkeit, erschien die Aurora dann am Himmel. Ich find's halt genial, ne? Erst sprach man in Unfall vom Exodus und beziehungsweise der Eremit. Und jetzt, ne, ist hier die Aurora, also die Namensgebung halt beschrieben. Also ich meine ganz ehrlich, als hätte ich es instinktiv irgendwo tief in mir gewusst, dass dieses Spiel nachfolgend ihren oder seinen Platz einnehmen wird nach Metro Teil 3. Als ich ihn mir anblickte, um seine Reaktion zu sehen, kniete er schon vor mir. Ich weiß nicht einmal mehr, was er dann genau gesagt hat, aber ich weiß, ich habe ja gesagt. Der Ring ist wunderschön und rundum mit Edelsteinen besetzt. Ich kann die Augen nicht davon abwenden. PS, ich war mir nicht sicher, unter welchem Datum ich diesen Eintrag ablegen soll, gestern oder heute. Schließlich ist es zwischen den Tagen passiert. Aber die Sache ist sicher bedeutsam genug, um noch mehrere Einträge darüber zu verfassen. Ja. Hier bahnt sich doch schon das erste an. Ach so, Moment. Bevor wir das tun... wollen wir erstmal den Hammerhai abliefern. Nein. Nein! Ach, shit. Das ist jetzt natürlich scheiße. Das ist blöd gelaufen, muss ich sagen. Das war ja absolut beschissen. Gut, einen leuchtenden Oktopus haben wir. Also vor den Quallen sollten wir uns dann doch ein wenig hüten. Ist notiert und soll nicht wieder vorkommen. Warum fahre ich überhaupt ohne Licht? Da kommt noch ein anderes Exemplar. Trophäe gefangen. Aber den möchte ich verkaufen. Wo kann man dann die Quallen fangen? Das wird dann interessant.
Krabbenkörbe können gute Erträge abwerfen, wenn du einen geeigneten Fangplatz für sie findest. Darfst du aber nicht vergessen. Das ist wohl richtig. Boah, knappe 20. Auch richtig scheiße. Der kann ins Lager. Genau wie das. Das. Das und jenes. Ja. Die Quallen. Das sind die Oktopusse. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist schon wirklich ein Riesenvieh, ne? Schaut euch mal diese Riesententakel an. Ah, hier ist auch... Oh ja, hier hat auch noch ein gutes Schiff, sag ich mal, zerberstet. Pal-Ohrringe. Das Gute drin, hier drinnen scheint es keine von diesen möchte gern Verfolger Fischerbooten zu geben. Das ist schon wirklich angsteinflößend. Ach, come on! Okay, es ist nur der eine. Mann, ey. Kann man hier nicht mal in Ruhe fischen? Echt nicht? Oha. Das wirkt auch nicht gerade klein. Gut, dann holen wir uns noch einen davon. Gut, dann bringen wir die erstmal hin. Mehr Zeit jetzt hier haben wir ja auch nicht. Ist euch. Nein! Ich habe die Motoren geschrottet. Ach Mann! Habe ich das Ding jetzt wirklich überladen? Das ätzend, Alter. Moment, wo ist die Karte? Boah, ich bin ja komplett auf der anderen Seite, Alter. Ist das mies. Ja, Leute, das kann jetzt ein bisschen dauern. What? What? Tigger! Was wollt ihr denn? Ist das mies, ey. Also, ich sag's mal, wie es ist, ne? Das ist schon echt belastend. Das bringt absolut gar nichts. Da unten ist ein Walhai. Seht ihr den? Da. Das müsste einer gewesen sein. Boah, Alter, ist das übel. Einmal echt nicht aufgepasst und schon hat man das Ding geschrottet. Aber diese Krähen sind ja wirklich absolut lästig, Mann. Eigentlich, warte mal, könnte man den denn, nee,
Ich habe gedacht, man könnte den vielleicht sogar austauschen, wenn der defekt ist, dass man den umparkt, um dann wenigstens den ersten Motor wieder einzubauen. Aber selbst das geht gar nicht. Also es würde wahrscheinlich gehen, wenn wir den Platz dafür hätten. Alter, ist das übel. Oh Mann. Also lahmarschig geht ja wirklich nicht. Das ist ja maximal belastend. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Wegen dieser Proben, die du suchst. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Examen. Achso, sagt sie jetzt. Du kannst sie dann hier abliefern. Wahrscheinlich wirst du mir mit unterschiedlichen Techniken... Ja genau, das war die Geschichte. Ach, für die brauchen wir ein Netz. Ah. Es geht also nur mit dem Netz. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Vielleicht tauchen die deswegen nicht auf. Das kann ja natürlich sein. Ja, und den werden wir jetzt mal... erstmal ins Lager packen. Oder wobei, den brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Doch, müssen wir. Es geht nicht anders. Ich meine, damit wir überhaupt vom Fleck kommen, ne? Dass wir mit dem Ding gestartet haben. Ich meine, ja, ne? Im Vergleich zu dem von eben ist das natürlich immer noch richtig schnell, aber naja, zu dem Vergleich, was wir mittlerweile als Standard nutzen, ist das ja hier absolut lächerlich. Also braucht man sich ja gar keine Sorgen machen. Vor allem, dann können wir auch mal die Gelegenheit nutzen, um bei der reisenden Händlerin ein Netz uns zu kaufen. Es muss ja nicht das größte sein, sondern so ein Anfangsteil. Das reicht ja vollkommen aus. Und wisst ihr was? Dann nehmen wir hier gleich mal den Fischbestand mit. Dann kommen wir wenigstens mit leeren Händen an. Ah, shit. Na, Mist, da ist er uns entgangen. Oh! Blutschnapper. Unter seinen Schuppen dringt fortwährend Blut hervor, das sich unter seinem Körper sammelt, egal wo er sich auffällt. Hm. Ist auch schon ein bisschen... Nie so läger, würde ich mal sagen. Und wir können uns auch gleich mal, wenn wir da andocken, uns die Schatzkarte ansehen und das mal mit dem abgleichen, was wir bis jetzt schon gesehen haben. Oder überhaupt auf der Karte einfach mal abgleichen. Schon wieder.
Jo. Weg damit. Danke, für die Reparatur reicht's noch, sehr schön. Ach so. Ja. Nee. Muss der Motor erstmal ausgebaut werden. Vielleicht muss ich dafür auch gleich nochmal blechen. Kann ja sein. Also wir merken uns vor, das Ding, sage ich mal, als Ersatz. Austauschteil bleibt nach wie vor bestehen. Aber das scheint jetzt auch wieder betriebsfähig zu sein, habe ich so das Gefühl. Eins noch und dann kriegen wir die Vielzweckangelrute. Wir machen uns. Es passt. Dreimal Holz. Haha. Wir kriegen noch mal vier weitere Plätze zusammen. Möchte ich das jetzt schon? Ich weiß nicht. Und dreimal noch die zwei Angelplätze, die zusätzlichen. Nee, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Aber was ich gerne mitnehmen wollen würde, das ist das Netz. Krasser Unterschied ist da jetzt auch nicht, ne? Einbaudauer 4 Stunden, Lebensdauer 2 Tage. 10 pro Tag. Dank des qualitativ hochwertigen Netzes ist dieses Modell haltbarer und belastbarer als die einfachste Version. Eine gute Option für passive Einträge. Ja, ich denke mal, wir werden das mal angehen. Wir bauen es mal aus. Zum Lager. Genau. Behalten tun wir es aber trotzdem. Da geht der Timer, aber die Geschichte bringe ich jetzt hier noch zu Ende. Mal einbauen, danke. Was hat sie sonst eigentlich noch im Repertoire? Gut, nicht mehr so viel. Nicht, dass ich davon was bräuchte. Ja, wisst ihr was? Nehmen die Gelegenheit wahr und fahren erst einmal die ganzen Wertgegenstände wieder loswerden. Und das mit der Karte, das können wir natürlich auch nehmen. So, das sieht doch nach was aus. In Ordnung, meine Lieben.
Das soll es schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dredge.